Was passiert eigentlich um uns herum, wenn wir schlafen? Dieser Urangst geht der Regisseur Oren Peli in seinem Low-Budget-Streifen Paranormal Activity nach. Ein glückliches Pärchen zieht in ein neues Haus ein. Doch mit der Zeit glauben sie, nachts nicht allein zu sein. Um mögliche unheimliche Aktivitäten auszuschließen, stellen sie Kameras auf. Doch statt ihre Angst damit zu besänftigen, entdecken sie Furchtbares. Der ehemalige Computerspieleprogrammierer Oren Peli drehte den Film mit einem Budget von nur $15.000 in seinem eigenen Haus. Dabei wandelt er auf Spuren von Fake-Dokumentarfilmen wie Blair Witch Project. Seine Wirkung auf die Zuschauer verfehlt der Film nicht. Da Leute heute immer mehr an Reality-TV und YouTube gewöhnt sind, können sie leicht die Unterschiede zwischen etwas Selbstgedrehtem und einem glatten Studiofilm sehen. Nichts gegen Studiofilme, aber wenn du die Zuschauer glauben lassen willst, dass es echte Aufzeichnungen sind, dann musst du das auch so drehen. Die Zuschauer entwickeln dann eine intimere Beziehung zum Film. Wie auch Blair Witch Project setzt Paranormal Activity auf virales Marketing. Neu ist, dass sich der Zuschauer auf der Website des Films dafür stark machen kann, in welchen Städten der Horrorstreifen gezeigt wird. Der Independent-Film spielte bislang über 20 Millionen Euro ein und feiert einen gruseligen Siegeszug rund um die Welt. Don't see it alone, schau ihn dir nicht alleine an. Ein Rat, den man beherzigen sollte.